machen dann meistens die, die hier Käufer waren. Und dann sagen, ich bin hier rein mit 2,20, so wie ich auch. Die sagen dann, hier, jetzt haben wir über 50 oder 100% Gewinn gemacht. Die werden wieder zu Verkäufern. Diese große Masse, die hier rein ist, wegen den Nachrichten irgendwas, die Early Birds, die gehen dann hier wieder raus mit 100% Gewinn. Das heißt, das Übergewicht, was die hier dann erschaffen haben, Käufer, das Käuferübergewicht wird hier wieder rausgezogen aus dem Markt. Die Verkäufer, die zu Käufern geworden sind, sind auch alle raus aus dem Markt. Das heißt, da sind dann die meisten neutral mit nix. Ein paar Idiotenkäufer gibt es noch. Die neutral sind, die sehen plötzlich, der Preis fällt wieder, weil die hier ihre Position wieder rausziehen, die hier eigentlich indiziert haben, die Hosse. Und sagen, ah, jetzt fällt das Ding wieder, ne? Und wir sind jetzt auch noch höher wie und so weiter. Noch mehr Chancen mit Short Selling Geld zu verdienen, werden dann plötzlich auch wieder zu Verkäufern. Das heißt, die gehen wieder als Verkäufer im Markt, die hier schon als Verkäufer im Markt waren. Die hier als Käufer im Markt waren, die Großen, wegen den guten Nachrichten, verkaufen ihre Position, die wollen Gewinne mitnehmen, werden auch zu Verkäufern. Das heißt, es entsteht wieder ein Übergewicht von Verkäufer zu Kauf. Und das Ding bei 380 Dollar oder 350 Dollar oder was weiß ich wo, ja, oder 400 Dollar, fängt wieder an zu sinken und wir sind dann letztendlich wieder da, wo wir am Anfang waren, bei 220 Dollar oder 200 oder 180 oder 160 oder meinetwegen 150 oder wo das ganze Ding dann ist. Hallo, grüß euch, wunderschönen guten Morgen, mein Name ist Thomas Klein zu diesem kurzen Video und heute möchte ich mal ganz kurz erklären, was ein Short Squeeze ist anhand von dem, was in den letzten paar Tagen bei der Tesla-Aktie passiert ist, weil da kann man es, glaube ich, am besten erklären, weil das ist die Aktie, die auf der kompletten Welt die am meisten geschortete Aktie. Geschortet bedeutet, Leute setzen darauf, dass die Aktie in den Keller geht. Und zwar im ganz großen Stil. Hierzu mal, ich hoffe, es passt einigermaßen mit den Lichtverhältnissen, weil ich habe hier diese Scheinwerfer aufgestellt und es ist einfach 5 Uhr morgens und noch kein Tageslicht. Von daher, okay. Es gibt grundsätzlich zu verstehen, was jeder von uns, glaube ich, schon weiß, du und ich auch. Es gibt zwei Partizipanten im Markt. Ja, mehr gibt es nicht. Es gibt Käufer und Verkäufer. Okay, also schreiben wir uns jetzt mal auf meine super geile Tafel hier. Es gibt Käufer und Verkäufer. Nur diese zwei gibt es. Und bei jeder Person, also sei es Verkäufer oder Käufer, und du musst dich immer entscheiden, entweder du bist Verkäufer oder Käufer, ne? Du kannst dich beides gleichzeitig sein. Ja? Auch ganz wichtig zu wissen, gibt es drei Phasen. Ja? Also hier gibt es Phase 1, 2 und 3 und hier gibt es Phase 1, 2 und 3. Ja. Bei der Verkäuferphase 1, das sind diese ganzen Shortseller, ne, die von vornherein das Ding verkaufen oder darauf setzen, dass es fällt. Ja. Die haben hier eine Verkaufsposition. Ja. Die sind voll überzeugt. Die sind hier mit einer Position im Markt, die verkauft. Ja, die sind vollends davon überzeugt, dass das Ding fällt und kriegen dafür dann quasi Geld. Ja? Bei den Käufern, das sind diejenigen, die eben dagegen halten. Ja? Also es gibt immer ein Dagegenhalten. Ja? Ansonsten gäbe es keinen Preis. Und die haben halt eine Position grundsätzlich, die halten. Ja?
die halten das Ding, weil die sind einfach überzeugt von Tesla und sind Fans von Tesla, fahren den Tesla durch die Gegend schon seit Ewigkeiten, sind Early Adapters, also halt Leute, die immer das Neueste haben müssen, ja, immer das neueste iPhone. Und so in den letzten paar Wochen hatten wir unbedingt eine Balance zwischen diesen zwei Parteien, ja, die Käufer, die eine Position haben und längere Zeit halten, und die Verkäufer, die eine Position haben und davon überzeugt sind, dass das Ding fällt, und eine Position halten. Und wenn die einigermaßen ein Equilibrium ist zwischen diesen zwei Positionen, ja, dann haben wir so einen Preis, der sich nicht groß bewegt. Ja. Das heißt, das war dann die letzten paar Wochen war das immer so ungefähr um ja, so 220 Dollar oder sowas, ja. Bis 260 Dollar oder so, ja. Und davor war es dann mal ein paar Monate, waren wir mal kurz unter, so vor einem halben Jahr sowas, waren wir unter 200, da habe ich mal dann ein paar Stück gekauft und die habe ich bis jetzt noch gehalten, also ich gehöre zu denen hier, ja. Und was ist jetzt passiert? So, jetzt vor zwei, drei Tagen ist halt irgendeine Nachricht rausgekommen, ja, das hätte auch irgendeine andere Nachricht sein können, aber es war halt jetzt einfach eine Nachricht, dass Tesla halt Absatzzahlen ihre Erwartungen übertrifft oder was auch immer das für genau für Nachrichten sind, ist mir eigentlich auch egal. Und wir müssen halt hier dazu sagen, dass unser Hoch, das wir bereits hatten, war bei ungefähr, also das Hoch, das höchste Hoch bei den Käufern war so 400 Dollar. Ja. Und das niedrigste Tief ist natürlich hier 0, ne? 0 Dollar, ja. Das heißt, wir sind hier ungefähr in der Mitte. Ja. Aber auch nur, wenn wir davon ausgehen würden, dass 400 Dollar das Höchste ist, was Tesla je erreichen könnte. Ne? Also das heißt, ja. So, und jetzt kommt ja eine gute Nachricht. Jetzt fangen plötzlich an, große Investoren, die Balance hier, ja, dass der Preis einigermaßen immer da so rumpendelt um die gleiche Höhe herum, wird gestört. Ja, entweder von der Käufer- oder Verkäuferseite. Jetzt kommen gute Nachrichten und das heißt, naja, positive Absatzzahlen oder was. Jetzt kommen plötzlich irgendwelche Großen daher mit irgendwelchen Milliardenbeträgen, ja, die hier sagen, okay, Phase 2, wir steigen hier ein, ja, Einstieg. Ja, und zwar Einstieg 1, also das sind die Early Birds, ja, nennen sich Early Birds, ja, also der frühe Vogel fängt den Wurm, ja, früher Vogel. Und jetzt wird sich jetzt dieses Equilibrium gestört, denn es gibt jetzt halt hier ein Übergewicht von Käufern zu Verkäufern, ja, weil hier hat sich nichts vermehrt, aber hier schon. Jetzt steigt der Preis. Na? Nachfrage ist höher, erhöht sich schneller im Vergleich zum Angebot. Jetzt steigt der Preis. Jetzt geht es hier los, dass die Ersten natürlich sagen, weil wenn die hier in der Verkaufsposition sind, sagen wir mal bei 2,20, zwischen 2,20 und 2,60, na? die 2,20 hatten und es geht jetzt auf 2,30, haben vielleicht ihren Stopp, also das heißt ihre Verlustbegrenzung bei 2,35 oder bei 2,60 oder bei 2,70 und so weiter. Das ist dann natürlich gestaffelt. Es gibt Punkte, wo mehr Verlustbegrenzungs-Limits sind und dann wieder andere, wo weniger sind und so weiter. Deswegen geht es ja auch nicht linear komplett nach oben, sondern immer in so Schüben, ja. Und jetzt sagen wir mal, wenn jetzt hier, also so ein Verkäufer, ja, der quasi eine Verkaufsposition hat und jetzt sein Stopp, also seine Verlustbegrenzungslimit erreicht ist, dann muss ein Verkäufer letztendlich seine Verkaufsposition glattstellen, ja, also eindecken, das heißt auflösen, ja. Also jetzt gibt es hier so die Ersten, die hier auflösen.
Und es geht dann immer so weiter, je nachdem bis zu, wo die halt ihre Verlustbegrenzungslimits gesetzt haben. Ne? Manche haben sie vielleicht bei 260, manche bei 240, manche bei 270. Ja, das weiß keiner. Ne? Das ist ja geheim. Aber sie sind meistens gut verstreut, ne? Weil einfach so viele Player im Markt sind. Und diese werden jetzt halt Schritt für Schritt aufgelöst. Und wenn ein Verkäufer seine Verlustbegrenzungslimit ausgelöst wird, dann wird seine Verkaufsposition aufgelöst. Und eine Verkaufsposition, die aufgelöst wird, ist gleichzeitig ein Kauf. Das heißt, all das hier sind dann plötzlich, werden plötzlich zu Käufern. Ja, die Verkäufer werden plötzlich zu Käufer. Ich hoffe, es ist zu verstehen einigermaßen, ja. Das heißt, du hast jetzt plötzlich auf beiden Seiten Käufer. Du hast jetzt hier diese Käufer, ja. Die sehen, okay, Absatzzahlen sind gut und so weiter, wir steigen ein. Wir wollen da wir glauben jetzt plötzlich an die Aktie. Wir wollen da partizipieren, dass die wird steigen und da wollen wir partizipieren. Und dadurch, dass sie eben kaufen, steigt sie eben. Und die hier decken ihre Short-Positionen ein, ihre Verkaufspositionen. Das kann man nur, indem man kauft. Ja, ganz wichtig zu verstehen. Das heißt, Verkäufer hier werden plötzlich zu Käufern. Ich glaube, ich hätte nicht so viel Müsli essen sollen heute Morgen. Okay, ich habe noch keinen Kaffee getrunken. Ja, muss ich auch dazu sagen. Bin trotzdem recht fit. Ne? Muss man auch mal einen Daumen hoch machen für mich. Ne? Ganz wichtig, okay, Phase 2. Da geht die Frenzy schon los, ja. Und jetzt sind wir gestiegen, ja, zweiter Tag, erster Tag über 7%, zweiter Tag 10%. Gestern auf die 300 zu, ne? Hier schon, ja. Gestern bei 300 und jetzt, ich glaube, das letzte, was wir hatten, war $328, ja. Also gut angezogen in drei Tagen, glaube ich, so 35% ungefähr. Ich weiß es jetzt nicht genau, ich müsste es ausrechnen, weil ich habe meine Position ja damals bei 169 angefangen, ja. So vor einem Jahr oder sowas. Also insgesamt bin ich über 52% gerade im Plus mit dem. Und habe dann einmal noch nachgekauft bei 220 und 160. Also ich habe so einen Mittelwert von 100 irgendwas, ja. Und genau, das ist jetzt Phase 2. Und jetzt kommt Phase 3, auch super interessant. Die Early Birds hier sind alle durch. Jetzt ist das Ding gestiegen, ja, sagen wir mal so Mittwoch, Donnerstag und jetzt gestern Freitag. Jetzt sind wir schon bei 280, 290 Euro, Dollar. Und jetzt kommen plötzlich die Nachzügler. Ja, die sagen, wow, das Ding steigt und steigt und steigt, schon den zweiten Tag, schon den dritten Tag. Wow, krass, 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 ja. Und eigentlich müsste ich hier noch ein Mittelfeld machen. Ja gut, egal, machen wir es so. Jetzt kommen halt die Nachzügler. Das ist auch so das gute Mittelfeld und die Nachzügler dann auch letztendlich, ja. Und die steigen jetzt hier, ja, das müsste ich dann anders wieder schreiben, also hier. Das ist der Einstieg 2, ja. Einstieg 2 und das sind die, das ist eigentlich das Mittelfeld, das gute Mittelfeld, die noch gut Geld verdienen können, ja. Und dann kommen eigentlich die Nachzügler. Und dann ist eigentlich hier noch ein okay. Und also das heißt, jetzt kommen die, die jetzt eigentlich auch langsam kapiert haben, okay, das Ding steigt jetzt gerade wieder, ja, und hauen hier nochmal rein mit Käufen. Die hier, die ganzen Verkäufer, sind alle glattgestellt. Und die dritte Phase hier ist, dass die entweder nichts tun, weil sie reine Shortseller sind, also reine Verkäufer, die leider auch zu Käufern geworden sind, zwangsläufig, ja, rausgesqueezed worden aus dem Markt. Ja, deswegen Short Squeeze heißt ja auch das Video. Und die halten entweder die bleiben ruhig, die machen nichts, ja,
Oder die ganz, ganz Schlauen, ja, das sind meistens die Amateure-Shortseller, die sagen jetzt, scheiße, jetzt habe ich die ganze Kohle hier verloren, bin rausgefallen wegen meinem Stop hier, ja, also wegen meinem Limit-Verkauf, dass ich meine Verluste begrenze. Jetzt steige ich auch noch mit ein. Ja, jetzt sind wir bei 300 Dollar, jetzt will ich auch noch mitmachen, dass ich meine Verluste wieder zurückhole. Das Ding steigt bestimmt noch weiter. Ja, und jetzt wird sich hier, gehen die hier mit Kauforders rein, werden nochmal zu Käufern. Ja, also die haben hier schon gekauft mit Verlust, um ihre Position glattzustellen, und jetzt kaufen sie nochmal. Ja, ja, gibt's leider, ne? Habe ich auch mal dazu gehört, glaube ich. Ja. Besonders diese ganzen kurzfristigen Trader und so weiter. Ja. Und das ist eigentlich schon zu spät, weil, naja gut, eigentlich müssen wir hier noch eine zusätzliche Phase reinmachen, weil dann kommen nämlich hier eigentlich die Phase 3, die Phase 4, und das sind die Nachzügler, und das sind die, letztendlich der Einstieg 3. Ja. Die Nachzügler sind meistens auch die Loser. Und hier auch die Nachzügler. Also die da nichts gemacht haben, ja, einige von denen werden hier, die gehen dann hier auch noch rein. Und das ist dann letztendlich, wenn wir hier, sagen wir mal, bei, was weiß ich, ja, bei 380 Dollar zu 400 irgendwie neue Hochs sehen oder sonstiges, ja, dann kann sich das ganze Spiel schon wieder ändern auch, aber sagen wir mal so in dieser Range bis zu 400 Dollar, ja, das wird dann meistens nochmal angetestet und so weiter und so weiter. Wir bewegen uns jetzt mal in dieser Range, ja, und was da in dieser Range passiert, ja, ich hoffe, es ist einigermaßen klar geworden. Nochmal ganz kurz zur Wiederholung. Du hast immer ein Equilibrium, wenn ein Preis von irgendeiner Aktie, ja, oder egal von welcher Sache auf der Welt, einigermaßen ausgewogen ist. Du hast immer ein Equilibrium zwischen Angebot und Nachfrage, es sei denn, es gibt eine Subvention, ja, so wie der Butterpreis, der sich nie verändert, was auch nicht stimmt, aber weil der wird subventioniert. Ne? Sonst wäre ein Stück Butter vielleicht schon längst, damit der deutsche Bauer überleben kann, 10 Euro, und das wollen wir ja nicht. Ne? Da gibt es ja Aufstände. Also, hier ist das Equilibrium. Das heißt, es gibt ungefähr so viele Käufer wie Verkäufer. Einig oder ein bisschen unterschiedlich. Ne? Schwankt nicht sehr groß. Und plötzlich passiert was. Eine News. Oh, Absatzzahlen, mehr und das neue Modell und da irgendwas. Das neue iPhone, was weiß ich. Ja? Plötzlich ganz neue Käufer kommen in den Markt rein. Ja, Einstieg Early Birds, die haben das irgendwie schon vorher gewusst, eine Stunde oder was. Ja, meistens Inside-Informationen, irgendwas. Steigen hier volle Kante ein. Dann werden die Verkäufer rausgedrückt aus dem Markt, müssen ihre Position auflösen, werden ebenfalls zu Käufern, pushen den Markt noch mehr nach oben. Dann kommt plötzlich die nächste Phase, das Mittelfeld, und die sagen, wow, jetzt steigt es schon den ersten Tag, den zweiten Tag, jetzt muss ich da auch einsteigen, weil sonst verpasse ich was. Ne? Die Angst, was zu verpassen. Eine ganz große Angst, die ganz gefährlich sein kann im Leben, grundsätzlich im Leben. Ja? Das heißt, die gehen dann auch noch mit rein. Das heißt, da werden noch mehr Käufer. Dann die hier, die aufgelöst haben, ja, die machen entweder den nächsten Teil davon, ja, weil die rein nur vom Verkauf überzeugt sind. Ja, wenn überhaupt, dann nur verkaufen. Irgendwann verkaufe ich sie mal wieder. Steige später nochmal als Verkäufer ein wieder oder irgendwas. Aber ein Teil von denen, die werden dann plötzlich zu Käufern, weil sie sagen, scheiße, ich habe auch Angst, was zu verpassen. Das Ding steigt jetzt schon den dritten Tag. Ja, jetzt kaufe ich auch noch. Das heißt, noch mehr Käufer in den Markt. Ja, deswegen steigt das Ding schon den dritten Tag um 10%. Ja, das sind ja Milliarden, die jetzt plötzlich reingeschmissen werden in diese Aktie. Ja. Und dann die letzte Phase, das sind die Nachzügler bzw. / Loser. Weil die steigen dann ein, ja, wenn hier, ja, entweder die Nachzügler, auch Idioten, letztendlich hier einsteigen, oder, ja, die steigen dann sozusagen dann ein, wenn die hier ihre Position schon wieder anfangen zu verkaufen. Und jetzt geht das ganze Spiel von vorne los. Ja. Das heißt, die hier, die Early Birds, die hier gekauft haben, die verkaufen hier schon wieder.
Ja, das heißt, Käufer werden zu Verkäufer. Ja, und die Verkäufer, die zu Käufern geworden sind, zwangsläufig, ein Teil davon wird dann nochmal zu Käufern, die Idioten meistens. Und die, die hier rausgehen, die sagen, okay, ich akzeptiere den Verlust, aber ich glaube trotzdem, dass die Aktie letztendlich irgendwann auf Null geht. Ja. Ein Teil davon sind Nachzügler und ein Teil davon sind dann wiederum Verkäufer. Das heißt, die sagen, ich hatte einen Verkaufs-, eine Short-Position, eine Verkäuferposition hier am Anfang bei 220, 230, hat nicht funktioniert. Jetzt ist das Ding auf 400 Dollar, 380 Dollar, 360 Dollar. Wir sind jetzt gerade auf 200, 300, aktuell sind wir auf 300, heute Freitag, ne, 26. Oktober. Aktuell auf 328. Ich würde es nicht wundern, wenn wir darauf gehen auf 380. Ist mir jetzt auch egal, wo wir hingehen. Ich habe keine besonders große Position. Und die sagen dann, naja, wenn ich hier schon, desto höher ich einsteige mit einem Verkaufspreis, ja, und desto mehr Geld kann ich verdienen, wenn es dann auf Null geht. Die sagen dann, okay, jetzt steige ich wieder ein. Und die hier Verkäufer werden dann wieder zu Verkäufern. Die hier machen meistens die Initiallösung für den Turnaround. Machen dann meistens, da müsste ich jetzt nochmal eine ganze neue Tafel aufschreiben, machen dann meistens die hier Käufer waren. Und dann sagen, ich bin hier rein mit 220, so wie ich auch. Die sagen, hier, jetzt haben wir über 50 oder 100% Gewinn gemacht. Die werden wieder zu Verkäufern. Diese große Masse, die hier rein ist, wegen den Nachrichten irgendwas, die Early Birds, die gehen dann hier wieder raus mit 100% Gewinn. Das heißt, das Übergewicht, was die hier dann erschaffen haben, Käufer, das Käuferübergewicht, wird hier wieder rausgezogen aus dem Markt. Die Verkäufer, die zu Käufern geworden sind, sind auch alle raus aus dem Markt. Das heißt, da sind dann die meisten neutral mit nix. Ein paar Idiotenkäufer gibt es noch. Die neutral sind, die sehen plötzlich, der Preis fällt wieder, weil die hier ihre Position wieder rausziehen, die ihn hier eigentlich initiiert haben, die Hosse. Und sagen, ah, jetzt fällt das Ding wieder. Ne? Und wir sind jetzt halt auch noch höher wie und so weiter. Noch mehr Chancen mit Short-Selling Geld zu verdienen. Bin dann plötzlich auch wieder zu Verkäufern. Das heißt, die gehen wieder als Verkäufer im Markt, die hier schon als Verkäufer im Markt waren. Die hier als Käufer im Markt waren, die Großen, wegen den guten Nachrichten, verkaufen ihre Position, die wollen Gewinne mitnehmen, werden auch zu Verkäufern. Das heißt, es entsteht wieder ein Übergewicht von Verkäufer zu Kauf. Und das Ding bei 380 Dollar oder 350 Dollar oder was weiß ich wo, ja, oder 400 Dollar, fängt wieder an zu sinken und wir sind dann letztendlich wieder da, wo wir am Anfang waren, bei 220 Dollar oder 200 oder 180 oder 160 oder meinetwegen 150 oder wo das ganze Ding dann ist. Nagelt mich nicht auf die genauen Dollar irgendwas fest, ne? Das bitte nicht. Ja, es geht nur um die Prinzipien. Ja? Du kannst es auch auf irgendeine andere Aktie anwenden, wie zum Beispiel Facebook. Das ist auch so eine ähnliche Aktie. Da gibt es dann wieder irgendwie eine Nachricht, ja, der neue Coin hat nicht funktioniert oder Datenschutzgesetze wurden nicht eingehalten oder was weiß ich für ein Firlefanz, oder sie arbeiten mit irgendwelchen Nachrichtendiensten zusammen oder es gab ein Data Leak oder was weiß ich, oder Mark Zuckerberg hat sich die Nase geputzt, ja, oder was weiß ich, und dann ist das gleiche Spiel, ja. Okay. Ich hoffe, es gab ein bisschen Einblick zu diesem ganzen, was ist eine Short Squeeze anhand eines wirklichen, tatsächlichen Beispiels, wie jetzt zum Beispiel der Tesla-Aktie. Ich finde, das ist die idealste Aktie, wo man so ein Szenario mal erklären und durchspielen kann. Ich hoffe, es hat dem einen oder anderen Anfänger oder Beginner oder Neuling oder so auch ein bisschen weitergebracht. Ja, dann würde es mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und gib mir einen Daumen hoch. Hier oben ist das nächste Video und hier abonnieren. Dein Thomas Klein und tschüss.